Thank you, Commander. I cannot express my gratitude enough. Hopefully, a war crimes committee will prosecute Reynard and hang him. I heard some veterans joined your crew. That's good. But we need more men. We'll definitely gain some new troops from the city. Many don't have homes to return to anyway. For now, you may be all we've got. Let's get started. Naja dann, moin zusammen, Browser XL hier, herzlich willkommen zurück zu Mich Commander, Folge 19. Und ja, wir haben hier jetzt drei Missionen, ein Mobile Assault auf Mount Cho, die Night Ops Scorpio und die Combat Recovery Dropship. Aber wir fangen in der Reihenfolge an, wie das vorgesehen war. Schauen wir mal, was wir da haben. So, okay, alles klar, So, Zielzerstörung von ein Drittel, zwei Drittel aller, okay, aller gegnerischen Truppen. Wir sollen bei zwei extrahieren. Die sehe ich momentan gerade gar nicht. Auch interessant. Dann sollen wir alle drei Generatoren in der Liao-Basis zerstören. Beide Industriekomplexe, alle fünf Slayer-Bomber und die Weapon-Facility sollen wir zerstören. Okay. Ja, dann gucken wir doch mal. Also, Commander, die einzige Hoffnung, diesen Krieg zu gewinnen, ist es, die Steiner Liao-Allianz zu stoppen, bevor sie vollständige Mobilisierung ihrer Truppen durchführen können. Mount Cho ist eine der stärksten Liao-Positionen auf Cover 5 und ihr primärer Verstärkungspunkt. Wir brauchen sie, um in diesem Areal zuzuschlagen und so viele Mechs und Fahrzeuge wie möglich zu zerstören, bevor sie sich mit den Steiner Truppen zusammenzutun vermögen. Ich habe außerdem zusätzliche Sekundärziele aufgeführt, um Liaos Kapazität, eine Offensive zu starten, zu zerstören. Ich hoffe, Sie kriegen das hin, Commander. Die Hoffnungen der Leute sind bei Ihnen. So, ich habe Kopien von den wenigen Karten, die es von diesem Areal gibt. Ich nehme mal an, dass Liao nicht wollte, dass sich das irgendjemand mal genauer anguckt. Mount Cho ist big, also groß, und die offensichtlichen Zugangsrouten sind schwer verteidigt. Ich würde ein bisschen in der Gegend herumscouten und ein so großes Areal muss eine Schwäche haben. Die gute Nachricht ist, dass wir nicht in den Berg selbst gehen müssen. Liao erwartet keinen solchen Angriff hier. Die meisten ihrer Truppen dürften außerhalb des Berges sein. Ja, wenn ich mir die Karte mal so angucke, hier zum Beispiel und dort, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich vermute mal, da ist echt Fratzengeballer hier und hier auch. Deswegen gehen wir gleich hier durch, da raus, und auf dem Weg brutzeln wir uns hier durch und gehen dann halt eben diesen Weg. Ist ein bisschen umständlicher, aber das kriegen wir schon hin. So, wieder nur 330.000. Sag mal, Leute, wie wär's denn mal mit ein bisschen wuppdig, hm? Stichwort wuppdig. Mad Cat. Yes. Sehr schön. Vultures, auch gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also durchaus ein bisschen was, das man gebrauchen kann. Gut, kommen wir mal bei und verkaufen, was keine Miete zahlt. So, die Cyclops können auch wegkommen. Der Highlander bleibt. Die Zeusse bleiben auch. Der Lao Hu, adios amigo, weg mit dir. Mad Cats, Tors bleiben. Catapults brauchen Jägermechs, brauchen wir auch nicht. Die Vultures bleiben. Der Bushwhacker interessiert mich auch nicht, die Bohne. Ebenso wenig der Manchan. Der Ryoken bleibt auf jeden Fall, denn das ist auch noch das ist ein Prime. Macht auch nichts. So, die 5 Enfields. Weg mit euch. Starslayer. Weg, weg. Ach komm, der Shadowcat ist auch uninteressant. So, guck mal. Und schon haben wir Geld. Sehr schön. So, dann gucken wir doch mal. Ich denke mal, das werden wir erstmal akzeptieren. So, ich denke mal, im Moment sind wir eigentlich ganz gut ausgestattet, um einfach mal was Wildes zu machen. Mad Cat, Tor, Vulture,
Den Ryoken lassen wir hier. 1, 2. So, kriegen wir mal einen ganzen Stern zusammen. Das ist ja immerhin schon mal was. So, Mad Cat, modifizieren. Clan ERPPCs sind super. So. Jetzt tue ich was, worüber sich einige Leute wundern werden. Genau, wir nehmen ihm erstmal die gesamte Kurzstreckenkapazität und geben nochmal ordentlich ein bisschen was mit drauf. So, ein Heatsink. Gibt es auch nochmal 2 Stück hier dazu. So. Und dann können wir... Genau. Kalan Blitzcars erst. Da noch mit einbauen. Ich habe noch 3. Ein Heatsink gesenkt um... Können wir gar nicht ausbauen, ne? Okay, akzeptieren. Das wird der... Mad Cat 1. Safe. Wunderbar. So, der Tor. Auch den können wir eine Runde modifizieren. 2 Clan ERPPK. Die Ultralight will ich raushaben. Clan Pulslaser. Finde ich auch prinzipiell ganz interessant. Geht erstmal alle weg. Sprungdüsen brauchen wir auch nicht. Das ist für ein Mädchen. So. Heatsink. Gab es hier nicht auch Double Heatsinks? Das wäre eigentlich nicht so schlecht. Wenn wir da nochmal Finger dran kriegen könnten an Double Heatsinks. Hätte ich eigentlich gerne. So. Jetzt haben wir hier doch durchaus noch ein bisschen Platz. Und können mit ein bisschen Glück... Was haben wir denn da? Pulslaser? Pulslaser hat 4. Nö, nö, nö. Ja, Large Laser. Wie viel brauchen wir noch? 4 Felder haben wir noch. Clan Large? Nee, das reicht nicht. Da brauchen wir 20, die wir nicht haben. Okay, dann tun wir das doch nochmal. Aber die Ultralight will ich auch nicht. Ja gut, dann nehmen wir die Clan Ultralight da rein. Ist okay. Können wir hier noch die Heatsinks ausbauen. Cool. Dann können die Kiste mal richtig, richtig schwer panzern. So, maximal. Akzeptieren. Tor 2. Gefällt mir besser. So, das ist ein Vulture 1. Wie sieht der Vulture 1 aus? Clan LRM. Ne, das ist ein Prime. Das ist auch ein Prime. Da ist der Vulture 1. Ja doch, der Vulture 1 ist gut. Den behalten wir auch weiterhin so. Den können wir jetzt in den entsprechenden Konfigurationen hier gleich nochmal mit bügeln. So. Wunderbar. Diese 325 von 330 Tonnen. Jawohl, ja. Jetzt kriegen wir hier mal wieder ein bisschen Action für einige Leute, die schon eine Weile nur noch auf dem Hintern sitzen. Das will ich ja nicht. So, endlich mal ein bisschen, ne? Ein bisschen Wumms. Auch für die anderen, dass wir hier nicht nur irgendwelche Jungs rumsitzen haben, die nachher gar nichts können. Ich glaube, das dürfte gegen Ende des Spieles dann zu Problemen führen. So. Dann schicken wir mal los, was wir da haben. So, hier geht's direkt in das Werk. Hier ist allerdings auch eins. Also viel Unterschied macht das nicht. Dann geht's eben frontal los. Na dann. Da ist noch ein Hunter. Wir holen uns das nächste. Los, hol ich das Ding.
Aha. Wir sehen nur Anubis. Komm schon, den machst du doch locker platt. Wo kommt das Ding denn her? Na ja, mal hoch da. Gib mal ein bisschen Gas. So, was wollen wir denn hier erledigen eigentlich? Zack. Das ist hier Ziel. Alle drei Power-Generatoren. Gut. Dann ist hier die Furt. Da ist noch ein Razorback. Komm her. Erstmal die Bushwhacker, ich glaube, die sind die stärkeren. Gut. Okay, dann mal weiter im Takt. Mhm. Aha. Okay, gut, da kommen wir lang. Das sind viele kleine Werke hier. Ah, da ist ein Hetzer. Okay. Headpanzer, dann bleib mal locker. Na dann mal los, Wicked. Da scheint sich irgendwas Gegnerisches noch rumzutreiben. Da muss ein Scout-Mech oder so unterwegs sein. Ja, tatsächlich. Mech Power-Up detected. Mech Power-Up detected. Okay, gut, gut, gut. So, wo ist der Highlander? Ist er weg? Ah, das tat weh. Good job, sir. You've eliminated about a third of the enemy in this region. You can extract now, if you want. Or keep going and earn some extra C-bills. Mech power-up detected. Die Rummel schauen, ist doch klar. Got it.
Okay, 22.000 haben wir eh schon. Enemy resources captured. Enemy resources captured. Oh, Atlas! Okay, der bleibt hier liegen. Das ist gut so. Okay, mal kurz verschnaufeln. Wie viel haben wir? Sehr schön. Komm, den Atlas nehmen wir mit. Genau, den Repair Truck holen wir uns jetzt nämlich als nächstes. Und als nächstes kümmerst du dich mal um Dinner. Und dann schrauben wir noch so viel wie möglich am Atlas zurecht und dann gucken wir mal. Gut, Twitch sieht wieder... Warum? Oh, der hat zwei von den PPKs verloren. Oh, das ist aber schlecht. Repair resources depleted. Naja, gut. Dann marschieren wir mal zu diesem Hauptquartier. Aha. Oh, noch besser. Hierhin. Enemy resources captured. So, Twitch hat nichts zu reparieren. Venom. Venom muss noch mal ein bisschen. Eben konnte er doch noch. Seltsam. Egal. Gut, gib Gas. Mach Platz. So, Payrider. War nicht viel zu tun. Wicked. Wicked hat tatsächlich bisher gar nichts abbekommen. Wicked. Okay. Twitch brauchen wir nicht. Und Steel hat noch ein paar Kleinigkeiten. So, die schrauben wir zurecht. Dann gucken wir doch mal. Okay, da hinten ist noch ein Ressourcenbunker. Ich glaube, da sollten wir ruhig ein bisschen... Entschuldigung. Da sollten wir ruhig ein bisschen dann auch nicht zu großzügig die Ressourcen hier stehen lassen, denn die könnten wir brauchen, würde ich sagen. Wie viel haben wir noch? 28.000. Okay, sehr schön. Das heißt, noch mindestens zwei Mechs schleppen wir hier vom Schlachtfeld runter. Oder drei. So, das ist das Hauptquartier, nehme ich mal an. Oh, Schwarmkase. Eieiei. Zieh weg. Oh nein. Weg mit dem Lauhu. Das Gute ist, die Schwarmwerfer sind weg, weil die sind furchtbar.
Gut. Objective complete. Okay, was haben wir hier noch? Okay. Macht mal den platt. Was auch immer da drin stand, das arbeitet nicht mehr. Nein. Schnell. Gut, damit haben wir hier nochmal zusätzlichen Schutz, falls der Gegner angreifen sollte. Und auf dieser Insel... Die gehören uns. Gut. Aha, noch ein Raven. Gucken wir mal, da schauen. Ach! Die kleinen Schweinepriester. So, jetzt greifen wir nochmal die Hauptverteidigung von hinten an. Einfach deswegen, weil da unter Garantie noch Gegner drinne hängen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden, die 100% zu kriegen, aber ich will mal versuchen, so dicht wie möglich ranzukommen. Den haben wir auch schon unter Kontrolle. Also müssen wir jetzt hier hin. Hier verteidigt im Augenblick nichts. Das ist gut. Dann versucht ihr mal, das unter den Nagel zu reißen. Schießt doch nicht. Achso. Pulslaser. Versuch mal zu stürmen. Gut. Okay, dann sind wir auf dem Bereich hier erstmal sauber und marschieren hierhin zurück, um die Furt zu bekommen. Und dann geht's nach G, um dort die Weapons Facility unter unseren Nagel zu reißen. Wir haben 38.000 Credits, die ich allerdings erstmal noch zurückhalten werde. Weil ich möchte auf jeden Fall noch ein paar gute Mechs mitnehmen. Das, was mich bisher da angegriffen hat, war entweder nicht überzeugend oder ist in die Luft geflogen. Das ist natürlich keine so schöne Kombination, aber was willst du machen? Geht nun mal nicht anders. So. Ich freue mich schon, wenn ich die klaren Sturmklasse-Mechs endlich dann kriege. Hallo, Furt? Marschier da durch. Zu alle, du Kasper. Du auch. Gibt's ja nicht. So, dann arbeiten wir uns schon mal mit der Gruppe hier vor. Okay, erstmal den gegnerischen Angriff neutralisieren. Starslayer, Bushwhacker. Okay, nichts Spannendes. Thank you.
doch gelacht, wenn wir das Ding hier nicht durchpilotiert bekämen. So, der kommt dann rein. Wir marschieren jetzt mal Richtung dieser Waffenfabrik und gucken, ob wir sie über den Schnabel nehmen können. Stehen auch noch... cool. Ja, das sieht gut aus. Schön. Keine Turmverteidigung. Das heißt, da wird irgendwas an Fahrzeugen und oder Mechs... Oh nein! Ich hasse diese Biester. Da ist noch einer. Komm, mach ihn weg. Complete. Welches denn? Ah, zwei Drittel. Oh, noch mehr Schwärmer. Oh nein, nicht diese Schwärmer, geh weg. Long Tom Cannons. These are snub-nosed artillery pieces. Strong stuff and area effective. Watch how you use them. You don't want your own pilots caught in the blast. Verdammt! Mist. Ich will das Chassis nicht verlieren. Scooter, ha? Huh? Komm mal mit. Kannst du mal zeigen, was du kannst? Okay, was läuft da durch die Gegend? Vedette. Oh, ein Zeus. Vorsichtig. Oh. Jungs, könnt ihr mal ein bisschen... Oh oh, Aerospace Spotter. So, da sind die Slayer Bomber. Das ist noch ein normaler LM. Träger, das ist okay. Da kommt noch eine Vedette rein. Da steht noch irgendwo. Ah, okay, das ist eine Mechlanze. Alles klar. Adios, amigos. Genau. Jetzt macht das Ding weg hier. Was ist das? Noch ein Spotter. Ei! Verdammt! So, was soll ich denn hier tun? F? Alle fünf Slayer-Bomber. Achso, hier steht noch einer. Sorry. Aha, da. Enemy resources captured. Enemy resources captured. Uiuiui, uns hat's ganz schön erwischt. Ich glaube, ich werde doch wieder auf die gute alte Atlas-Taktik umsteigen. So, was müssen wir bei E noch machen? Wir sollen die beiden Industriekomplexe zerstören. Gut. Boah, das hat uns aber wirklich wehgetan. Medium Factory, da ist ein Industriekomplex und da ist der andere Industriekomplex. Alles klar.
Mech power-up detected. Shootist? Okay, der ist nicht so schlimm. Da kommt noch ein Hetzer. Noch ein Hetzer. Mech Power-Up detected. Warte mal, ich will jetzt nicht irgendwie eine Explosion. Noch ein Shootist. Aha. Ich will mal eben anschleichen hier. So, das sieht im Moment gut aus. Den Bunker holen wir uns da auch noch. Enemy resources captured. Könnt ihr das jetzt nicht sehen? Ach Mensch. Objective complete. So, uns fehlt nur, dass wir jetzt noch nicht alle zerstört haben. Aber da lege ich es auch ehrlich gesagt gar nicht drauf an. Wir haben so viel Geld, wir haben alle Primärziele erfüllt, bis auf ein einziges, alle Sekundärziele. Und die Kisten sind alle ein bisschen sehr angeschlagen, deswegen denke ich mal, auf geht's, ab zur Reparatur. So, komm mal her hier. Oh, dass ich den Atlas mitgenommen haben, finde ich schön. Der Zeus ist auch super. Ja, wunderbar. 120.000 ist schon ein neuer Mad Cat wieder. Mission successful. So, gucken wir mal. Anubis, Razorback, Bushwhacker, Manshan, Shootist, Catapults, alles uninteressant. Ich frag mich, wann meine Elite-Mech-Krieger da nochmal den letzten Schritt machen. Purple Heart für Verwundung? Naja. Aber mit ihrem angeschlossenen Atlas hat sie doch noch ganz gut um sich gehauen. Und auch Wicked war bei ihrem ersten Einsatz gut unterwegs mit dem Zeus. Nicht schlecht. Okay. War doch eigentlich eine ganz gute Ausbeute. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis es dann weitergeht beim Mech Commander 2. Ciao.